Hänsler, schnelle Nummer. Heute machen wir eine Spargelpfanne mit Hähnchen und nachher schön noch Sahne dran. Dafür den rohen Spargel schälen natürlich und dann in solche Stücke schneiden und zusammen mit der Hähnchenbrust anbraten. Während es dreht, direkt kräftig würzen mit Salz und Pfeffer. Und dann zum Zeitsparen braten lassen und hier mit Frühlingslauch den auch ein bisschen gröber schneiden. Und ein bisschen Peperoni dazu, eine leichte Schärfe. Und das beides jetzt mit in die Pfanne und locker 2 Minuten mitbraten. Und für den Geschmack, nur für den Geschmack, Weißwein. Bisschen verflogen, jetzt aber nicht zu stark einkochen, sondern direkt Sahne hinterher. Jetzt natürlich einkochen lassen. Und hier seht ihr, so weit würde ich es einkochen lassen. Dann noch ein bisschen frische Petersilie dazu anrichten. Guten Appetit. Und hier die Einkaufsliste. 2 Stangen Spargel, bisschen Hähnchenbrust, Frühlingslauch, Peperoni, Weißwein, Sahne, Petersilie, Salz und Pfeffer. Selbstverständlich auch.